Auch kontaktloses Zahlen mit RFID-Chips in Kreditkarten, Smartphones und weiteren Trägern hält heuer massiv Einzug in den Handel. Ein kurzes Hinhalten zum Empfänger bewirkt augenblicklich den Zahlvorgang. Bereits seit 25 Jahren wendet man die RFID-Technologie für Zutrittssysteme an. Nun aber liegt der Fokus auf kombinierten Lösungen für Gesamtpakete mit kontaktlosem Bezahlen. Das ist eine klassische RFID-Karte, wie man sie eigentlich üblicherweise kennt aus dem Markt. Diese Karte hat im Grunde zwei wichtige Elemente oder drei. Das wichtige erste Element ist einmal der Träger, das ist diese Plastikkarte. Auf dieser ist hier zu sehen eine Antenne aufgebracht. Die Spannung wird induziert, damit wird ein Stromkreislauf geschlossen, es fängt Strom an zu fließen, der endet letztendlich im Punkt, wo der Chip mit der Antenne verbunden ist. Sobald dieser Strom fließt, kann der Chip aktiv werden und sendet die ID, die er hat, zurück, die dann letztendlich wieder über die Antenne abgestrahlt wird und dann zum Sender zurückgegeben wird. Der Kunde profitiert bei RFID vor allem über den Komfort. Er hat die Möglichkeit, vor allem jetzt im Kleinen gesehen, relativ komfortabel seine Dienste oder Leistungen in Anspruch zu nehmen. Andererseits in größeren Szenarien gesehen profitiert der Kunde dadurch, dass er mit einem Medium sich den Zutritt zu sehr vielen verschiedenen Dienstleistungen erwerben kann. Jederzeit und überall lassen sich per Internet solche All-Inclusive-Szenarien buchen. Mit Erhalt der RFID-Card gewinnt man Eintritt in die Business- oder Freizeitwelten. Hier öffnen sich bereits per Bilderkennung kontaktlos Tür und Tor. Essen, Drinks und Dienstleistungen werden kontaktlos bezahlt. Zudem zeichnet das System Aktivitäten wie Skiabfahrten auf. Der Kunde kann später seine Routen am Bildschirm nachverfolgen. Anbieter wie das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen SkiData forcieren weltweit bargeldlose Gesamtlösungen für Rockfestivals, Sportevents, Tourismuszonen und Flughäfen. Per RFID-Chip werden Identifikation, Zutritt und Konsumation abgewickelt. Der Kunde erhält jederzeit und überall Zugang zu seinen Daten. Künftig kann dies über Smartphones mit RFID geschehen. Wird das Smartphone zur Geldbörse der Zukunft? Das Handy wird sicher in Zukunft noch wichtiger werden, auch was Zugang betrifft oder Bezahlfunktionen. Man wird damit ins Kino gehen können, ins Theater, ins Museum, in Sehenswürdigkeiten. Man wird damit öffentliche Verkehrsmittel nutzen und man wird auch an der Kasse im Supermarkt damit zahlen. Ja, das wird so sein. Das Smartphone ist eine sehr beruhigende Technologie und mehr kommt sie auch im täglichen Leben vor. Zum Beispiel im ersten Quartal 2010 wurden 100 Millionen Smartphones weltweit neu ausgeliefert. Das heißt, das Smartphone hat eine große Bedeutung. In manchen Fällen wird es dual sein, das heißt, dass jemand seine Karte eingesteckt hat und in manchen Situationen mit dem Smartphone bezahlt. In vielen Fällen kann es in Zukunft sein, dass das Smartphone das komplett ersetzt. Das Zahlen auf elektronischer Basis ist aus mehreren Gründen sehr bequem, es ist sehr bequem. Also man hat nicht Wechselgeld zu haben, ganz einfach. Zweitens, man darf nicht vergessen, es ist auch ein Statussymbol. Bargeldlos zu zahlen bedeutet für die Umwelt auch, ich habe genügend Geld woanders auf einer virtuellen Quelle. Ich muss nicht in den Niederungen des haptischen Nestelns in meiner Brieftasche versinken, um einen Bezahlprozess abzuschließen. Bargeldloses Einkaufen feiert einen Siegeszug. Seine Attraktivität liegt in der flotten, souveränen, einfachen und doch beinahe magisch anmutenden Zahlhandlung. Wir zeigen in den täglichen Transaktionen, dass wir am Puls der Zeit leben, den Komfort schätzen und nutzen. Wir tragen kein Bargeld mehr bei uns und sind doch fortwährend liquid. Selbst das Trinkgeld überträgt sich auf den Handheld des Kellners per NFC-Signal. Na, das Problem beim virtuellen Geld ist, dass ich ja eigentlich das nicht mehr in die Hand nehmen kann. Ich
muss mich eigentlich nur darauf verlassen, dass rund um die Uhr permanent dieses gesamte System funktioniert, dass es hier weder technische Ausfälle gibt, noch dass hier Kriminelle etwas machen, das dieses System zum Absturz bringt, noch dass etwa die Betreiber selbst vielleicht irgendwelche kriminelle oder dunkle Machenschaften vorhaben. Und das bedeutet aber, dass wir eigentlich in eine Gesellschaft auch hineingeraten, die extrem störanfällig ist und dadurch auch, ich würde fast sagen, sicherheitshysterisch wird. Je mehr Sicherheit wir wollen, desto weniger Freiheit werden wir haben. Wenn sozusagen wir mit dem elektronischen Geld totale Sicherheit haben, weil völlig transparent, ist auch völlig deutlich, dass wir keine Freiheit mehr haben im Sinne der Selbstverantwortung, der Eigenverantwortung. Aus Sicht der Banken wäre das natürlich ein erstrebenswerter Zustand, denn wenn das Geld nur noch elektronisch existiert, dann ist der sogenannte Bankrun nicht mehr möglich. Ja? Dann können die Menschen also nicht mehr in Scheinen und Münzen Geld beheben, denn sie haben es dann sowieso elektronisch auf ihrer Karte gespeichert oder rufen sie übers Internet ab oder wie auch immer. Deswegen ist es aber sehr wichtig, dass sollte man sich für so ein System wirklich entscheiden, jetzt als Gesellschaft, als Demokratie, das nur über demokratische Institutionen laufen darf. Denn in so einem System könnte natürlich jeder Mensch sofort unter Kontrolle gebracht werden, indem man ihm einfach die Zahlungsfähigkeit entzieht. Ja? Wenn man also solchen Menschen, aus welchen Gründen auch immer, einfach ihr Konto sperrt, dann sind sie auch in der Gesellschaft nicht mehr zahlungsfähig, können beispielsweise auch nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel verwenden etc. Genauso problematisch wären diese elektronischen Zahlungsvorgänge, wenn man sie pro Person dann nachvollziehen könnte. Ja, also man könnte dann quasi den Lebensinhalt, den Lebensverlauf einer Person alleine aufgrund seines Zahlungsverhaltens nachstellen und rekonstruieren. Und das ist in der heutigen Welt, die ja doch von privaten und gewinnorientierten Unternehmen als Banken gesteuert wird, ist das also sehr gefährlich und das sollte man eigentlich in dieser Zeit noch ablehnen. Liegt die Zukunft in implantierten RFID-Chips, die das Zahlen und Zutritte weiter beschleunigen? Indiscourse stellen für ihre VIPs bereits solche Systeme zur Verfügung. Der Coolness-Faktor spricht für sich. Jedes Bezahl- und Zutrittssignal wird aufgezeichnet. Alle elektronischen Transaktionen hinterlassen Spuren. Du bist, was du konsumierst. Wir dürfen nicht vergessen, dass Geld eine Infrastruktur der Interaktion ist. Wir kommunizieren mit Geld. In dem Moment, wo wir uns ausschließlich des elektronischen Geldes, des digitalen Geldes, des biometrischen Geldes bedienen, müssen wir Bewusstsein darüber haben, dass wir uns dazu entscheiden, damit automatisch in jeden unserer Zahlhandlungen einen abwesenden Dritten einzuladen, dies zu beobachten, dies zu sehen. Das ist die Vorbereitung bzw. schon die Realisierung einer totalitären Gesellschaft. Denn wer immer es ist, der dieses Geld überwacht, der der Geldschöpfer ist, der dem diese Infrastruktur gehört, wenn es nicht die Gesellschaft ist, ist der absolute Herrscher innerhalb der Gesellschaft. Es gibt ja die Aussage, Power corrupts and absolute power corrupts totally. Und psychologisch gesehen ist das eine logische Konsequenz. Ja, Macht führt zu Machtmissbrauch, wenn sie überproportional wird. Digitales Geld ist absolute Macht ohne Kontrollmöglichkeit, wenn sie nicht in der Architektur vorgesehen ist, in der Geldarchitektur. Doch hält digitales Geld auch eine positive Vision offen. Der Wunsch der Bevölkerung nach einem neuen Geldsystem wird immer deutlicher und lauter. Demokratische Verwaltung und Gemeinwohl sollen im Vordergrund stehen. Wir brauchen natürlich hier jetzt einen Systemwechsel, der aus einer ganz anderen Richtung kommt. Aus der Richtung der Bevölkerung, der aufgeklärten Wissenschaft, aus der Richtung der Künstler beispielsweise, der Handwerker. Das heißt, das Problem der Menschheit war, es ist eine Händlerkultur und ein Händler tauscht.
Aber tauschen ist täuschen, ja? Weil ich maximiere immer die Leistung, die ich selber erhalte und nicht die, die ich einbringe in den Tausch. Wären wir nicht eine Händlerkultur, sondern eine Künstler- oder Handwerkskultur, dann wäre alles, was wir tun, mit Begeisterung getragen. Ja, es wäre alles ein Unikat, ja, und wir würden es gerne tun und nicht in Erwartung einer Gegenleistung. Und das ist die Gesellschaft, die uns offen steht. Und mit der heutigen Geisteshaltung und Technologie können wir die sofort haben. Die Gemeinwohlökonomie würde auf einem ganz anderen Finanzsystem aufbauen. Das alternative Finanzsystem würde aus 4 Elementen bestehen. Das erste Element ist, dass die Finanzmärkte in ihrer heutigen globalisierten, spekulativen Form, das sogenannte Finanzcasino, das würde vollkommen geschlossen werden. Das wäre die erste Änderung. Das zweite wäre, dass die Banken sehr viel kleiner sein würden und auf Gemeinwohlorientierung wieder zurückgeführt würden. Das heißt, sie streben keine Gewinne an und schütten die auch nicht aus. Sie decken nur ihre Kosten mit dem Kerngeschäft von Banken. Das wäre das zweite. Die dritte Reform wäre, dass Geld nur noch als Tauschmittel ein privates Gut ist, aber als Kredit ist Geld ein öffentliches Gut mit der wichtigsten Spielregel, dass es darauf keinen Zins und kein Einkommen gibt. Sprich, es gäbe in der Gemeinwohlökonomie nur noch Arbeitseinkommen und keinerlei Kapitaleinkommen mehr. Und das vierte zur Abrundung wäre, dass die Ungleichheit begrenzt würde, sprich es gäbe Höchsteinkommen und Mindesteinkommen, es gäbe Privatvermögen, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, die demokratisch ermittelt wird, und auch die Vererbung von großen Vermögen wäre nur bis zu einer demokratisch definierten Grenze möglich, damit die Ungleichheit verringert wird und das Startkapital beim Eintritt in das Erwerbsleben etwas gleichmäßiger verteilt würde als heute. Was kann Geld sein? Eine neuzeitige Definition, das ist eigentlich eine Frage der Fantasie. Und das sollte die gesamte Bevölkerung zusammenarbeiten. Denn es wäre ja möglich, wenn man sich überlegt, welche Funktionen Geld heute wirklich hat, dass wir darauf kommen, wir brauchen es gar nicht mehr. Nicht? Und das wollte ich auch mit meinem Buch anregen, das Ende des Geldes, diese Überlegungen. Geld könnte man zum Beispiel aus Sicht der Bevölkerung so verstehen, dass man sagt, das ist eine Regel zur Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in der Gesellschaft. Und natürlich zur allgemeinen Zufriedenheit. Hätten wir das, hätten wir eine Regel, um Güter und Dienstleistungen zur allgemeinen Zufriedenheit in der Gesellschaft zu verteilen, dann sieht jeder Mensch, dass wir etwas Besseres als das heutige Geld damit gefunden hätten und wir Geld im heutigen Sinne gar nicht mehr brauchen würden. Ja, so ein Geldsystem zu entwickeln, das tun wir momentan sowieso, nicht? Und das macht auch Freude. Im Netz finden wir neue Geldkreise bereits umgesetzt. Digitalwährungen, dezentral verwaltet von der Gemeinschaft der Benutzer. Alle Partner können kostenfrei und anonym, wie einst beim Bargeld, mit dem Cybergeld bezahlen. Keine Bank, kein Zahlungsdienstleister verdient mehr mit. Ein frischer Gegenwind? Welche Geldsysteme, welche Technologien sich in Zukunft durchsetzen werden, entscheidet unsere Bereitschaft, sie in unser tägliches Handeln zu integrieren.